Gegen Oduamne, meinetwegen auch gegen Oduamne. Ich weiß bloß, dass ein europäischer Topliner war. Aber I mean, er ist auch für verbessert Oduamne. Danke dir, Butz Lisa. Vielen Dank, Sub. Willkommen. Danke dir. Only you and me. Mit einer Killerschnecke für deinen Sub. Willkommen. Danke dir. Nee, er bannt Bart. Bann ich einen OTP-Champion oder bann ich Ciri? Ich bann Ciri. Mal gucken, ob wer im Game in dem Team ist. Ein Zillion, eine Rek'Sai. Haben wir schon mal Bart wenigstens umgenockt. Lathirus. Killerschnecke, willkommen. Danke dir. Was ist deiner Meinung nach Longtime Best Jungler Ever? Was ist deiner Meinung nach Longtime Best Jungler Ever? Ja, Lee Sin. Vielleicht meinst du jetzt auch Spieler und nicht Champions, aber du hast was gefragt und dann würdest du ja sonst wer fragen, ne? Also Lee Sin. Lee Sin ist immer wieder viable. Ja. Champion ist in jeder Meta playable, jeder Meta stark, er kommt immer zurück. Egal wann, egal wie viel man den Champion nervt. Lee Sin. Dein Silvester-Stream war Legende. I mean, ein bisschen Karaoke ins neue Jahr zu starten macht auch Spaß, gell? Oh yeah. Scaled Lee gut, ja, komplett fein. Spätestens seit der Gold Drinker Strike Skate-Meter. War Lee Sin ein guter Skater, aber auch davor war er schon einfach so ein X-Faktor halt. Lee Sin skate einfach mit seinem Kick, wenn du einen guten Play findest. Und auch mit Conqueror gestackt kannst du auch viele Leute später immer noch 1v1 easily. Dass Lee Sin laut Scaled wird, ist ein sehr, sehr alter Statement. Lee Sin skate keineswegs schlecht, das skate gut. Danke dir, Sesh Crew, willkommen. Danke dir, Bro, willkommen. Danke dir, Mann. Wie verbessert man sich im Spielen vor Behind? Hab das Gefühl dann immer, dass ich nichts mehr machen kann. Naja, wie du gerade gesehen hast, ich war ja auch ziemlich behind und ich habe einfach gefarmt. Heißt, wie verbesserst du dich? Du musst einfach gucken, wie viel du machen darfst mit den wenigen Ressourcen, die du hast. Ab und zu heißt es, dass du vielleicht nur eine Wave annehmen darfst. Ab und zu heißt es vielleicht, dass du sogar die Wave rauspushen darfst und wegrennen musst. Ab und zu heißt es, dass du vielleicht sogar invaden kannst, so wie hier, weil Graves in der Zeit natürlich sein Lead pressuren wollte und Leute töten wollte, während ich halt einfach gefarmt habe, habe ich dann sowas gestillt wie Wölfe, wie Gromp, wie Krabbe, wie Crux. Und versucht, mir Ressourcen anzueignen. Und versucht, für mein Team keine Last zu sein. Weil ich bin ohnehin schwach gewesen. Aber sie können mich immerhin halbwegs durchtragen, wenn ich nicht noch weiter griefe. Weißt du, was ich meine? Be my friend at the end. I have but one life to give for Ionia. I must make it count. I must make it count, my life for Ionia. My superhuman, my kryptonite. Wir spielen gegen den Jace Main. Ein guter Winrate, das heißt, er wird das Matchup vielleicht sogar besser kennen als ich. Ich denke, wir chillen die ersten paar Level. Er spielt Facewash, wenn wir später kiten können, durch meine Ult durchlaufen dürfen. Die steht generell stark in dem Matchup im Early Game.
Wisst ihr, warum ich schon so rüber. Ich habe schon so oft drüber nachgedacht, ob es nicht eigentlich smart ist, einfach mit, wenn man gegen Blitzcrank spielt, einfach in der Base zu chillen und dann den Homeguard-Effekt zu haben und den Jungle zu face-checken später. Weil du dann vielleicht dann kommst, je nachdem, wann du losrennst. Gibt bestimmt dann eine perfekte Zeit für. Weil gerade eben habe ich ja Midlane rennen können und habe ich doch den Busch gefacecheckt und konnte den ganzen Weg zurücksprinten. Mit noch Homeguard-Effekt. Das ist eigentlich ziemlich starkes. Maybe gibt es da irgendwie so einen perfekten Zeitpunkt, zu warten bis so zur 20. oder 30. Sekunde und dann loszusprinten. Ja, danke dir, Wufi, für deinen Sub und danke auch an Mr. Bombatic. Willkommen. Danke dir. Nicht in den Busch reinzulaufen, ein bisschen viel. Ah, es ist okay für meine Lane. Wenn Level 1 eh gezoned, höchstwahrscheinlich. Ich glaube, so 200, 300 Damage, die ich hier Kha'Zix geben kann, helfen ihm durchaus. Dann glaube ich 4 oder 5 Auto-Attacks, also ein bisschen mehr als 200 Damage. We are the children of the first lands, and we will not be slaves. And we will not be slaves. Da wollen die eh starten und die Minutes chillig lasteten. Ich bin D-Shield, also wenn wir nicht so nicht viel fighten, das weiß Jace auch, wenn er einfach Tab drückt. Wenn Level 4, Level 5 Ham gehen oder beim ersten Reset mit dem Pre-Acceptor. Durch Sustain. Oh, da habe ich die Minion gemisst und Jace gemisst. Cringe. Wir müssen ein paar Minions abtreten jetzt. Wie viel die XP eigentlich noch haben. Ja, es gibt sogar viele Situationen, in denen man mit die Rehe auf Level 2 W-Skillt, weil sonst gedived werden könnte, je nachdem wie chunked ihr seid, aber ich bin hier bei weitem healthy genug, um das so zu spielen, mit Q wahrscheinlich. Ah, jetzt habe ich natürlich einen schlechten Chunk genommen. Vielleicht wäre ich doch lieber W gehen sollen, honestly. Und wenn Lee Sin smart ist, dived er mich jetzt einfach. Deswegen habe ich meinen Pot eigentlich. Okay, Lee Sin ist mitnehmen, gut. My superhuman, my kryptonite. Ich bin so untröstlich, dass der Minion noch von allen gefokust wurde. Hey, come on, Riot Games. Ich habe einfach Fokus geswitcht, die Minions am Ende und ihn gewonnen hättet, den kennen Minion. Dass ich nicht mit Q Auto-Attack lasten konnte. Untröstlich. Ich schreibe es nicht ansatzweise, was ich bin. Oh, nice, Kha'Zix. Er wird Face Rush auslösen wollen. Ja. Ja, der kennt Face Rush ab. Wenn ich deinen Stunt treffe, kriege ich seinen Flash. Aber ich kann ihn niemals töten, wenn er einfach flasht. Ich habe auch gedacht, ich muss predikten, wo er hingeht mit meinem Stun, weil ich da dachte, er würde weg Face Rushen. Weil er einfach kein Face Rush ab. Also hätte ich besser aufpassen können. Nice, kriegen seinen Flash trotzdem. Das sollte ein Solo-Kill jetzt werden, Level 6. Oh, ich komm raus, Oh, so huge. In this case, Blades. Gehe ich Dorans Blade trotzdem? Glaube ich, fein. Gerade wenn ich Killpush haben möchte, ist es besser, als ich kaufen kann. Eigentlich sollte ich auch TP'en, das ist Season 12. Und sich nie TP zu halten, das ist immer useless. Ich hasse es, dass es useless ist. Manuel bounce zu mir und es ist trotzdem nicht smart, TP zu behalten. Riot Games. Wo ist meine strategische Vielfalt? Ihr könnt euch die Wave an. War es einfach trotzdem nicht gut. Gut, wir wollen jetzt nicht gechunkt werden. Wir haben so viel Killpressure Level 6. Das ist quasi der letzte Play, den Jace hat, ist mich hier zu diven mit seinem Jungler, gemeinsam auf Kost. Geht aber nur, wenn die mich chunken. Jetzt habe ich hier so viel Killpressure. Aber wir müssen dann denken, wir können nicht einfach 100-0 auf Jace machen, weil der Facer Shot. Das geht normalerweise in vielen Situationen mit Irea. Die hier gehört nicht dazu. Einfach weil der Dude Facer spielt. Heißt, er wird durch meine Ult durchlaufen können, ohne so geslowt zu werden, dass es unplayable ist. Weil Facer ja auch eine gewisse Slow-Resistenz bietet. Und jene wird ihm erlauben, wegzusprinten, wenn ich ihn 100-0 möchte. Ich glaube, ich kann ihn aber 70-0. Ah.
Wie gesagt, war der letzte Play, den die hatten. Wollten nicht gechunkt werden, weil das einfach der letzte Play ist, den die Gegner hatten. Oh komm, kennst du mich nicht nochmal. Nice. Jetzt haben wir immer noch Ult. Er hat kein Flash, können wir wahrscheinlich normal töten, actually. Beamer. Ich hätte auch nicht flashen müssen, mein Flash war fucking grief. Lee Sin kann ich zu, das ist Level 4. Weil ich habe eigentlich gedacht, ich kann Lee Sin vielleicht noch töten. Dann, ich habe Ult geskillt und Ult gespammt. Dann habe ich realisiert, Bro, du spielst gar nicht mit Presence of Mind. Das heißt, wenn du da einen Kill kriegst und Ult bekommst, kannst du trotzdem nichts machen, weil ich nur 70 Mana hatte, nicht 100. Oh no. Obviously weiß er, welche die echt ist. Als Level 6 geworden. Wenn sie Level 6 und nach oben läuft, hätte sie vielleicht sogar überleben können, aber sie wollte zur Laterne laufen. Das ist nicht gut. Stay composed. Ah, ist nicht worth dazu, der hat fucking Facer-Stolke. Warum tust du das? Du hast eine halbe Stunde damit verbracht, darüber zu reden. Bei der ersten Gelegenheit ulte ich ihn. Und jetzt, wenn meine Ult besser liegen würde, würde er wegrennen können. Der macht einfach eh Proc Face Rush und ich kann nicht hinterherkommen. Fucking useless. Können wir diven? Ja, wahrscheinlich Honeyfood genommen oder Greed? Er hat Honeyfood genommen. Warten wir, dass Kha'Zix auf ihm draufstehen und diven wir ihn. Untröstlich. Er hat ihn noch gesniped? Warum läuft er nicht nach oben raus? Okay, wir haben alle die Dives gefällt. Sowohl der Lee Sin mit ihm als auch ich jetzt. My bad, aber dass er gesniped wurde, sein Fehler. Aber dass ich meinen Stun misse. Er hat mich raufgekühlt. Ich hätte einfach warten können. Ich habe, glaube ich, auch den Turm auto-tackt. Ich muss halt jedes Mal tanken, of course. In Irea. Oh, Festwatch ist raus, ist gut. Weiter wieder Flash. Jetzt mit Rap-Buff ist es einiges schwieriger zu töten. Aber warum ist er nicht nach oben gelaufen, der K? Why? Aber der grundlegende Fehler ist halt bei mir. Ich muss aber mit meinem E langsamer spielen. Einfach den Grave, den Jace auto-attacken, warten bis er dasht und dann stun. Ich hätte einfach früher diven müssen. Actually, wenn ich einfach Ult gehalten hätte, eigentlich waren alle Fehler bei mir. Ich muss einfach Ult halten. Ja, er dachte, ich Q, deswegen hat er gequeued. Ich glaube, mit den Rauftaschen stehe ich ein Stück weiter vorne. Dann würde er mich damit treffen mit der Combo. Wir haben insane Topside Vision mit den beiden Pinks, aber. Er hat sehr, sehr low on Mana. Das weiß Jace. Er ist an Nico gecancelt. Geben Thresh die Info, dass er Flash hat. Ein bisschen wird uns vielleicht Counter gegen kommen. Wollen nicht weiter gechunkt werden, aber wir können es spielen. Ich habe W und ich habe meinen Thresh. Dann wollen wir too easy spielen, bis Thresh mich rauslaternen kann oder vielleicht sogar jemanden tötet, wenn er Hook trifft. Nein, der will mich baiten. Er stellt sich so neben Minions, dass ich raufdashen will. What the fuck? Nein. The land will remember you, Irelia. Ah, ist okay. Okay, ist nicht okay. Blitzkrieg war auch noch da. Er hätte wehen sollen, statt zu ulten. Er kriegt Double Buff, er kriegt so viel, Mann. Er ist echt stark. So wichtig. Gut. Gut. Very good. Double Buff zurück an Kha'Zix. Ich kann zwei Plates nehmen.
Genauso wie Jace gerade Zeitplätze genommen hat. Ah, ich hab da gemisstrapped mit meinem Mana. Ich hätte niemals ulten dürfen. Ich hatte kein Mana für W. Nicht ganz genug Mana und Gold und er wird Recon TP'en. Er wird TP'en. Recon hat er schon, der ist tot. Lol. Aber wir können jetzt einfach First Story nehmen, wenn wir wollen. Die Clips fertig, SOP. Just a lot of Noxians. Oh, wenn er die trifft. Huge. Nimm mal ein 1 für 1. 1 zu 0 sogar. Ich verliere gerade, bei der Eclipse hatte ich nicht. Ich hab nichts. Ich denke, dass Kalis noch da sein könnte. Am besten die Scheiße flashen, sonst bin ich actually dead. My bad. Aber ich hab für Blade gegreedet. Ich hab einfach für Blade gegreedet. Kostet mich meinen Flash. Jace sollte die Wave hier one-hitten und den Turm pushen. Ja, er kriegt so viele Plates. Er ist auf Power Spike mit Eclipse. Er schafft anderthalb Plates? Zwei Plates? Anderthalb. Anderthalb, oder? Ah, zwei Plates. Actually anderthalb. Brauche ich Tabis dieses Game? Ja. Er schafft nur ein Plate. Ah, er hätte mehr pushen können, wenn er mit W committed am Turret, aber lieber chillen. Wir haben mit Flash gewastet. Jace hat Flash ab. Wenn wir 10 sind, sind wir beide auf der gleichen Wave. Das ist in Ordnung. Wenn ich Tabis habe, wäre das super. Das ist schade, dass wir nicht einfach First Story Toplane geholt haben mit dem Heralds. Wäre sehr geil gewesen, dafür habe ich den Turm extra vorbereitet. Aber mit Turm ist durchaus wichtig, dass wir dem damagen. Ich glaube, auf jeder Wave diven, wenn wir es gut spielen. Da vorne haben wir den Dive verkackt, genauso wie die Gegner den Dive verkackt haben. Wir wollen eigentlich den Kalman hier blocken, dass er den nicht kriegt. Nice, kriegt er jetzt nicht. Und ich lifestyle den Damage eh hoch, also ist alles gut. Er ist echt cocky, Mann. Hm. Ah. Schade, Mann. Wenn ich der Ult treffe, er hat kein Fairstash, dann kriege ich locker seinen Flash. Er ist echt cocky. Aber wenn man den Cannon in the Night, das ist in Ordnung. Shit. Unser Botlane wird gerade zerstört. Wir werden fast Turret verlieren. Ich habe fast Blood Turret Toplane genommen. My Kryptonite. Do we want to be safe or free? The choice is ours. Ja, wir haben noch nicht First Turret verloren, das ist gut. Deswegen hat 5 Kills, Mann. Wenn der Top-Lane roam, wäre unangenehm. So aggressiv von ihm, weil ich respekte ihn eigentlich. Ich respekte den Blitzcrank's Timer. Like, what is he even doing? Like, ich respekte den Timer und er spielt einfach so. Er wird von mir einfach auto-deckt und verliert das sogar. Ich respektiere Blitzcrank Timer und er muss auch Thresh und Kha'Zix Timer respektieren. Macht's gar nicht und stirbt dafür, so wie es sein sollte. Ja, ich kann Laterne spielen, das ist fein. Aber er sollte doch den Timer respektieren, so wie ich es tun muss. Dann kann ich den Turm nicht nehmen, weil Blitzcrank gecovert hat. Das Gefühl von dem Bot dann jetzt gleich. Oh well. Unser Jungler ist stark. Mit Turret ist jetzt endlich. Langsam verlieren wir mal First Turret hier. Auf der Wave entweder den Turm. Auch nicht. Doch. Den Turm. Ah, der Turm. Wenn Echo noch einen E hat, ist er tot. Scheiße. Und Bot wird gesolo-killed. Nice. 5 Turrets down.
Einfach Toplane First Turret mit drei Plates geholt, wäre das so geil gewesen, aber na gut. Jace hat nicht geflasht. Vielleicht können wir Face Rush kriegen und ihn dann töten. Hat gerade gewardet, oder? Ja, nicht gewardet. Ah, Face Rush wäre rausgelaufen, deswegen flasht über mein Ult rüber. Was natürlich Sinn ergibt. Gerade für mich, hätte ich gern getot gesehen. Oh nein. Kann einfach kein Progress machen. Kann ich Bot-TP'n? Ich müsste eigentlich auf den Flash-Timer ihn halt töten. Aber auf den Flash-Timer wird er entweder gecovert. Aber wir haben ihn gerade getötet, das ist nicht so schlimm eigentlich. Aber die Gegner machen halt Progress in Bot und Midlane und ich fühle mich, als müsste ich Progress in Top-Lane machen. Wisst ihr, was ich meine? Dass er da rauskommt. Wieder so kacke. Ich hatte so Angst, dass er mich einfach tötet. Ah, meine Stacks ausgelaufen. Wenn ich irgendwie einen Stack mehr gehabt hätte, um den Raptoren zu töten. Geil. Ja, hört sich wieder den Kill, Mann. Sad. Genau wie den Kill davor auf Jace. Ich mache einfach keinen Progress. Der Turm steht, es sind immer 5 Leute hier. Blitzschränklich sind Jace, aber auch Kha'Zix und Thresh. Aber wir kriegen halt Kills. Jace getötet, ihn getötet, aber wir kriegen nie den Turret. Nicht Bot-TP'n, maybe? Einfach damit 12 Kalista. Finally Progress. Und Jin, kannst du bitte Recall in den Top-Lane gehen? Du hast schon wieder gestorben. Es ist halt kacke, dass Kha'Zix Kills nimmt und kriegt. Der Echo macht einfach Midlane so einen Diff. Solo killt jetzt schon wieder. Sie ist 0-5. Und hat 2 Turrets einfach genommen. Das, wo wir sogar Herald Midlane selbst beschworen haben. Eieiei. Hartes Game. Unser Midlane ist sehr, sehr useless. Votet jetzt sogar FF und ist unsere einzige AP-Quelle. Ach kacke, wenn du runterrennst, outclassed wirst und dann noch FF votest, ist nie sympathische Kombination. Nie sympathisch. Ah, dass wir jetzt erst den ersten Turm unseres Teams bekommen haben. Okay, zweiten ist so bad. So spät. Hätte auch mehr Lane machen müssen. Jace ist zu stark. Da war mehr drin von mir. Meine erste Ult war halt vor allem der Punkt, den ich kritisieren würde. Ich rede eine halbe Stunde über Face Rush. Ulti dann einfach bei der ersten Gelegenheit und will den 100 to 0. Obwohl ich genau weiß, ich kann nicht. Ah, seine Flashes 3-mal bekommen oder so. Ne, 2-mal. Hätten wir auch durchaus ganken können, aber. Ja, ist ja relativ stark. Nur LeBlanc ist schwach. Dann ist das noch 2 Items, das ist nervig, aber nicht unplayable. Wir haben sehr viele Turrets verloren, was uns einfach sehr viel Sicherheit nimmt. Auf der Karte. Das ist auch lästig, aber auch nicht unplayable. Unplayable kommt später, wenn Echo mich one-hitten kann. Was bald irgendwann auch der Fall ist, wenn ich nicht gut wehre, nehme ich an. Ey, danke dir, Hunbi, mit für deinen Zapf. Willkommen. Danke dir. Man hat keine Kontrolle über die Karte, weil wir 2 mit Türme verloren haben. Na, die Borden. Und sich aufhalten, wo die wollen, die Gegner. Einfach Level 13, Kalista. Ich hasse Botlane. Der ist 2-5. Der Typ hat Midlane 2 Türme genommen, Solo gelaned, der Echo, und der Blitzkrieg ist irgendwie Level 8 geworden. Wie kriegt Eddie Carry mal gleiche XP wie Solo Laner? Like, wie? Die ist 5-mal gestorben sogar. Trotzdem gleiche XP wie ihr Midlaner, der komplett smurft. Gib mir Vision, hallo?
Wir sich wieder in Kill zu Chats. Nice. Also schon wieder Top-Lane gesolo killt? Nein! In den nächsten Turret der Echo. Like, what? He's popping off! Und dann mitten in das 06 und wir finden unsere Base. Hartes Game. How do we win? Gute Frage. Mal gucken. Es hat immer geflasht. Ach, hey! What are you doing? Verwirrst mich. Sie weiß selbst nicht, was sie tut. Ich hab Ult in 20. Ich würde eigentlich ungern den Drake fighten. Maybe zwei Top Turrets. Drake mit der 07 LeBlanc. 06, Entschuldigung. Macht's nicht besser. It's not the play. Echo mit Ignite kann mich halt relativ easy töten, wenn ich nicht gut backdashe oder gut wehre. Wir gehen am Soul Point und ich muss resetten, weil die sonst den nächsten Turm nehmen. Ach, dieser Echo! Turm einfach weg. Aber mein Team ist auch useless allein, I guess. Einfach alle Türme genommen, der Dude. Ja, so wollen wir nein. Er ist so wollen wir nein. Ah, da war mehr drin. Da waren zwei Kills drin. Mein Team guckt einfach nur zu, während wir Turrets verlieren und verlieren und verlieren. Wir sind 8 Türme zu 3. Es ist so crazy. Mann. Es ist hart so zu spielen. Ohne Midlaner. Es ist hart zu spielen. Zwei offene Inhibs. Gegner am Soul Point. Du musst unbedingt Bottom halten, ist wichtiger als mit der Nip. Decke Flash kann ich nicht töten. Wir können auch relativ easy jetzt Nash machen. Ja, Nash sollte gone sein, nehme ich an. Aber wir verlieren halt verdient. Der Typ ist auch leider immer am FF-Voten. Schlechte Games haben wir alle, aber einfach. Ich hatte letztes Game auch ein sehr schlechtes Game mit Jax. Einfach versucht, irgendwie zurückzukommen. Der Typ ist negativ und votet FF, das ist echt lästig. Naja. Kha'Zix hat ihn gerade auch angefangen zu flamen, I guess. Also. Das mental sieht nicht so gut aus für meine Teammates. Und damit auch nicht für mich. In diesem Game hier. They'll pay with their lives. Ja, ist nicht mehr zu outplayen. Wir haben jetzt 3 Nips verloren. Den Turm halten wir niemals gegen Nash. Sondern wir töten jemanden jetzt. Ich kann auch nicht mehr dashen, weil die jetzt Nash haben. Würde ich keine Minions. Das dann sitzt. Gerade aber den Gage gefunden, nicht ich. Die wollen enden. Naja, honestly, das Game, guys. Aber wir mussten so spielen. Bot-Ende ist auch trotzdem wichtig.
Botline defenden, Botline defenden, Botline defenden, bitte, 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 bitte. Wenn ich akkurieren würde, ich auf Botline laufen. Geh Botline, ich geh Botline. Ja, wir haben einen Inhibs-Turret verloren, Nexus-Turret verloren, aber noch nicht alle drei Inhibs. Das heißt, legit, es ist besser, den Nexus-Turm zu verlieren, als den Turm hier. Weil drei auf den Inhibs gegen Nash und Superminions, bla bla bla, wir verlieren jedes Mal. So, haben wir eine Chance. Ich sag nicht, was wahrscheinlich ist, aber ich sag's mal so, der Mock hat gerade ihren ersten Kill bekommen. Wunderbo. Nice, 800 für K. Warum würdest du das jemals so spielen? LeBlanc. Ich verstehe diesen Dude einfach nicht. Oh wow. I guess happens. Aber so auf die Kaiser raufzuflashen, auf Kalista, sorry. Und sie einfach zu auto-attacken mit Blade. Damit wir sie tot kriegen, aber es ist eine Mammutaufgabe, dieses Game zu gewinnen. Wir haben einfach zu viele Turrets. Und gleich auch noch die Seele oben drauf. Und wir haben noch keinen Midlaner in diesem Spiel bekommen. Aber vielleicht kommt sie gleich noch online. Ja, werden Seele auf jeden Fall abgeben müssen. Vielleicht kann ich noch eine Botwave rauspushen. Na, eigentlich sollte ich auch jetzt schon recallen. Na, ich farm die Wave noch. Ich die One-Hitten kann, bevor die da sind. Ja. Na, ich weiß. Aber wir müssen halt wirklich diesen Turm defenden. Und zwar jetzt. Wir müssen wieder für den dritten Ende fighten. Das ist jetzt jedes Mal das Gleiche. Oh mein Gott, man holt nicht an dem Flieg, tödlich da Leute. Mein Fehler. Da haben wir auch schon eine AFK und. Ich meine, der Blanc ist nie im Game gewesen und Thresh ist jetzt schon die ganze Zeit in der Base. Schade. Aber meine Ult, ich wurde halt verschoben. Ich glaube, ich wurde erst geguckt, dann gekickt. Dass du dadurch ist meine, ich bin quasi doppelt weit weggeflogen. Dass ich quasi meine Ult nach vorne geworfen habe, aber ich wurde nach hinten getreten, deswegen hat die Ult niemanden gehittet. Aber wir müssen halt fighten, weil sonst verlieren wir alle Nips und Botters. Naja, verdienter Sieg für die Gegner. Das war eine fette Mitte. Verdient gewonnen. Oh, ich hätte Toplane mehr rausholen müssen. Gerade meine erste Ult macht mich sauer. Ich war zwar noch stark und es war unglücklich, dass Kartik so viele Kills bekommen hat im Midgame. Aber. Ja, wir hätten sie wahrscheinlich sogar so verloren mit der LeBlanc. We tried. Ich hätte mehr machen müssen, mehr machen können. Wir hätten mehr diven können. Ich habe auch einen Dive missplayed. Ich habe aber auch einen Dive outplayed. Das war auch nice. Aber, wow, Mitte war einfach erdrückend. Wie würde Norway sagen, oder wie hat Norway gesagt? Der individuelle Unterschied in der Midlane ist erdrückend. Das waren seine Worte. Wort für Wort. Was war auch ein Legenden-Interview, honestly. Und hier war ebenfalls der individuelle Unterschied in der Midlane erdrückend. Vor allem der Dude ist ja auch ein Z-One-Trick und Z war gebannt, aber I guess sein Echo ist auch so gut. Wenn nicht sogar besser. Actually, er ist ein Two-Trick. Wahrscheinlich ist Z so häufig gebannt, der spielt dann immer Echo. Er gewinnt ja immer auf Echo. Joke. War hier 9-3, 8-7, 7-8. Not bad. Hat ein Split-Push-Echo, gell? Locker hat er hier auch einfach Turrets gated. Lass mich nachgucken, ob das sein Playstyle ist. Einfach in jedem Game ist er der Split-Pusher, wenn er Echo pickt. Oh yeah! Jedes Mal! In dem Game auch. Und noch im nächsten Game? Wir gucken mal rein. Oh, schade. Enttäuschend. Enttäuschend. Okay, und in dem Game, das er verloren hat, hat er locker den. Er war der beste Spieler, aber er konnte nicht genug Split pushen. Ja, siehst du, in seinem Team, aber sein Team war zu heavy. Aber er almost. Er hat versucht zu splitten, hat nicht geklappt. He tried though, he tried.